RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Hey, Mensch, Moat, was machst denn du hier im Musikladen? Mann, ich dachte, wenigstens trifft man Leute, die man nicht kennt. Tja, Lenny Penny, ey, die Welt ist klein, wa? Was ich hier mache? Ey, ganz einfach, ich schau mal, was so ein Musikladen an Instrumenten hat und was man eigentlich alles so für Instrumente für eine Band braucht. Wieso Instrumente, Moat? Dachte, deine Studentenband hat welche? Kai hat eine Maultrommel, Inko hat einen Mischpult und naja, der mixt ab und zu mal ein bisschen was zusammen und ich hab eine Beintrommel, ey, das reicht aber absolut nicht aus, um eine richtig schöne professionelle Band zu gründen, beziehungsweise eine richtig schöne Studentenband zu sein. Ach so, ihr hattet bis jetzt nie Instrumente, aber mal was anderes, dachte Ingo und Kai wollten nach Indien, ein Selbstfindungsjahr. Naja, die beiden, die haben sich schneller selbst gefunden, als sie dachten. Der Ingo, der hat sich in einer Palme versteckt und der Kai hat ihn gefunden. Oh, du meinst wohl er, dass er sich einen von der Palme geschüttelt hat? Kann ich mir vorstellen. Witzig, Lenny. Wir sollten uns nicht auf so eine flache Niveau herunterlassen, ey. Sonst wird es noch schlimm enden mit uns beiden. Nivea, Mann, das ist ja diese Creme, Mann, die so gut für die Haut sein soll. Ganz genau. Ich lach später drüber, aber du, Lenny, mal ernsthaft, Ingo und Kai haben ihr inneres Ich schneller gefunden, als beide dachten. Und zack, standen die doch tatsächlich letzte Woche wieder vor meiner Tür, ey. Und meinten, tata, da sind wir wieder. Und deine Schülerband? Was machst du mit denen? Die waren doch sicher nicht happy, dass du nun wieder mit deiner alten Band rumhängst und Musik gemacht, oder? Naja, ich hab das den Jungs mal alles erklärt, dass ich nicht so ein toller Musiker bin und so. Und in dem Moment, wo ich sagen wollte, dass die Band, dass jetzt alles vorbei ist mit der Band, da kam der Werner um die Ecke. Und zack, hatte ich eine Idee. Du wirst ja wohl nicht Werner vors Loch geschoben haben. Doch hab ich. Ich hab denen gesagt, dass der Werner der neue Leadsänger ist. Und naja, ey, der hat doch voll die Erfahrung. Der war doch immerhin angeblich mal der 5. Beatle. Autsch, Mann, was haben die Kids gesagt? Hey, die waren total happy, die Jungs. Die haben mich da glatt stehen gelassen und sind mit Werner sofort in den Proberaum gegangen. Und nun kommt es. Die haben morgen echt einen Geek im Seniorenstift. Ist doch irre. Oh, aua. Die armen Omas und Opas. Mann, die werden sicher taub, wenn die das hören. Mensch, Moat, du bist schuld, wenn morgen das halbe Altersheim ausstirbt. Ich sehe es schon in der Bildzeitung. Alter, Werner W. and the New Beatles. Schuld am Massensterben im alten Stift. Geiler Name, die Band. Und ich habe noch eine Überraschung für dich, Lenny, ey. Werner hat uns eingeladen. Uns beide. Morgen um 13 Uhr. Und ich habe natürlich sofort für uns beide Ja gesagt. Moat, du Nuss, seit wann planst du meine Tage, Alter? Ich glaube, manchmal, du bist mein Betreuer, so wie beim Betreuten wohnen. Ja, bin ich auch. Dann bis morgen, Lenny. Einen Tag später. Ich bin mal gespannt, was der Werner abzieht. Die Bühne und die Technik sieht ja heftig aus, Mann. Moat, wo hat denn Werner das Zeug her? Ich weiß das absolut nicht. Sieht aber toll aus. Hey, Lenny, und die Fanbase ist ja auch schon da. Guck doch mal, sieht krass aus. Echt toll. Guck dir das mal alles an. So wie eine richtig große Band mit Fans. Aber es sind doch mindestens ungefähr 3 Altersheime, oder? Das passt schon. Los, es geht los. Ruhig. Der Werner, der ist ja total hackelig. Der stolpert mit dem Mikrofon über die Bühne. Boah, ey, und jetzt echt heftig. Boah, der hält ja Mikrofonständer fest. Krass. Ja, ich seh's, Moat, aber klingt ja ganz komisch, was Werner da zusammenmuschelt. Man merkt seine Professionalität. Langsam glaube ich, dass der echt mal bei den Beatles war. So wie der da vorne abgeht. Kurze Zeit später. Zugabe, wow, der Werner, der ist voll gut drauf. Jau, echt irre. Jau, ey, du, nach 5 Flaschen Jägermeister, die er während jedem Song, beziehungsweise während jeder Songpause getrunken hat, da ist kein Wunder, dass der so abgeht. Aber ey, du, was heftig ist, dass seine Stimme nach jeder Flasche besser wurde. Echt krass. Ja, das stimmt. Was macht der nu? Er geht zu Benny ans Mischpult mit einem Bullebier. Mann, was hat denn der vor? Der Benny, der mixt richtig coole Sachen zusammen mit seinem Mischpult. Also das ist so ein Mischpult ja gar nicht so schlecht, wa? Boah, ne Mix aus Techno und Trance. Krasse Sache. Techno und Trance. Autsch, Moat, schnell, wir müssen dahin Benny retten. Du weißt doch, Werner und Techno, das passt nicht. Da dreht der Werner doch durch. Ach du Scheiße, ey. Der Werner holt aus mit der Flasche. Der will nach Benny schlagen. Ach du meine Güte. Uff, aber nur, das ging haarscharf vorbei. Aber voll aufs Mischpult, Alter. Mann. Benny ist echt beweglich. Oha, Werner kommt ins Lallen. Ach du Scheiße, nur knallt er aufs Mischpult. Ey. Oh Mann, nun ist Werner total geschoben. Ey, das Bier hat voll den Kotzen erzeugt und das Wasser leidet der Strom. Und Werner zappelt nun rum wie ein kleines Strommännchen unter Strom. Voll irre. Ist das geil. Jetzt zuckt der rum, Mann. Und die Oma, die scheinen da voll drauf abzufahren. Ist das heavy. Ey, geiles Konzert. Aber du, Lenny, ich glaube absolut nicht, dass es hier noch eine Zugabe gibt. Lass uns mal von hier verschwinden. Jo, Alter, gute Idee. Denkst du dasselbe wie ich? Ja, auf zur Schenke. Ganz genau.